Und Sie, Herr Steinbrück, haben im Haushaltsausschuss gesagt, dass die Finanztransaktionssteuer eine sozialistische Spinnerei sei. Das liegt schon ein bisschen zurück, ja, liegt schon ein bisschen zurück, Herr Steinbrück. Trotzdem, jetzt gibt es doch nur zwei Möglichkeiten, Herr Steinbrück. Entweder Sie sind auch ein sozialistischer Spinner oder die Antiglobalisierungsbewegung und die Linken hatten schon damals recht. Äußern Sie sich doch mal zu diesen beiden Varianten. Ich beschäftige mich jetzt mal mit dem Frauenbild der Männer der CDU-CSU. Also, ich muss Ihnen ja sagen, ja, ich kenne Ihr Frauenbild. Sie stellen sich Frauen so vor, die sitzen zu Hause, betreuen, versorgen und erziehen die Kinder, dann machen sie die Wohnung sauber, dann kümmern sie sich um die Wäsche aller Familienmitglieder, dann bügeln sie die Hemden der Ehemänner, dann gehen sie einkaufen und dann stellen sie ihnen die Puschen hin, damit sie abends bequem im Fernseher sitzen können. Aber ich sage Ihnen, dieses Frauenbild